herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing hier bei mir auf Tour Fairswelt. Und ihr seht, was hier liegt, Diamond Art Club. Hier müssten zwei Bilder sein, die so ein bisschen in die Weihnachts- und Winterzeit passen. Da gab es was Schönes in Rund und da habe ich gedacht, hey, ich schlag zu, denn da ist auch noch was Drittes drin. Wenn es das Paket ist, was ich denke, müssen wir mal schauen. Ich hatte nämlich noch was Zweites bestellt und das kommt aber jetzt mit einem anderen Versanddienstleister. Und das war Anfang September und das ist schon ewig unterwegs. Ja, also ich hoffe, das kommt noch an. Soll angeblich mit DPD geliefert werden. Hatte ich bisher noch nicht, dass DHC mit DPD kommt. Bisher immer mit DHL. Ja, das hier kam noch mit DHL. Und hier gucken wir jetzt mal rein. Also, ich mache mal auf. Ich schneide mir das hier an der Seite auf mit meinem Skalpell. Ah, den Karton hat sie ein bisschen verzogen. Ich zeige das euch mal. Ne? Da sieht man so ein bisschen. Deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Ich hoffe, das klappt alles so. Das passt schon. Oh, was liegt denn da? Ohohoho. Da seht ihr schon was. Ich habe mir nämlich einen Stift mit so einem Metallaufsetzer gegönnt. Und mich wundert jetzt, dass der Metallaufsetzer hier so frei im Paket rumfliegt. Bin ich ja froh, dass der hier nicht rausgefallen ist. Na, ich stelle mich heute auch an, Leute. Ne? So. Ja. Aha, das erklärt's. Der ist hier irgendwie rausgeputzelt. Der Stift. Denn auch der Stift liegt hier rum. Ja, den fand ich ganz interessant. Jetzt haben wir uns schon angeschaut. Und ja, der Aufsatz kommt dann hier so drauf. Geht gerade ein bisschen schwer, aber das hatte ich schon vorher festgestellt, dass diese Metallaufsätze bei den DAC von DAC recht schwer in die Stifte reingehen. Gucken wir uns dann in Ruhe an. Ich lege das nochmal kurz zur Seite, denn wir holen jetzt hier noch die Bilder raus. So. Und da sind sie schon. Und ich habe mir jetzt nichts von hier gesehen. Ansonsten, ja, das sehe ich dann, wenn ich es schneide. Dann gucke ich mir das nochmal an. Ich mache jetzt keine Unterbrechung. Ja, also einmal habe ich mir einen Stift bestellt. Und zwei Bilder. Einmal in einem kleineren Karton und einmal in einem größeren. Die Kenner von euch sehen. Rosa. Es handelt sich dabei um Bilder mit bunten Steinchen. Und das ist das erste Bild. Das ist Irish Christmas Fee von Hannah Lynn. Hannah Lynn hat immer so wunderschöne Mädels. Die finde ich echt niedlich. Das ist 42,6 x 60,8 cm. Ist ungefähr so groß wie so Fototief. Finde ich eine nette Größe. Und ich dachte mir, hey, so in der Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit, mal für was Rundes. Ist das ganz hübsch und ja, Irish hat mich da einfach gecatcht, denn ich liebe Irland, ja, auch wenn das jetzt mit Irland wahrscheinlich nichts so wirklich zu tun hat, aber sie hat grüne Feenflügel und das fand ich einfach süß und das passt auch mit Irland ganz gut zusammen. Ja, gucken wir uns auch genau an und das zweite Motiv. Das seht ihr dann zum Schluss. Ja, ich hole jetzt mal ganz kurz runter und wir gucken uns mal den Stift an. Ein bisschen genau, inklusive Packung und. Denn wie gesagt, dieser Stift ist ein bisschen anders. Ich kann mal ganz kurz meinen Stuhl ranholen. Denn ihr seht hier, Included Stainless Steel Single Laser Tip. Diese mag ich sehr. Und so sieht er aus. Allerdings wackelt der hier auf der Seite ganz schön, was ich nicht ganz so gut finde. Und hier auf der Seite kriege ich nicht richtig rein. Da muss ich mal gucken,
wie ich das mache. Mir hat auf jeden Fall die Farbe sehr, sehr gut gefallen. Ich werde wahrscheinlich hier ein bisschen dann mit roher Gewalt den mal reindrehen müssen. Und wenn er dann einmal drin ist, ja, dann ist er drin. Hier drüben geht er rein. Allerdings wackelt er da. Und das finde ich gar nicht gut, ne? Wenn ich jetzt so mache, wackelt der. Das ist natürlich jetzt nicht so praktisch. Ja, ich mache dann mal so off Kamera, gucke ich mal, ob ich den hier drüben reinbekomme, ohne dass ich den Stift kaputt mache. Wenn ich den Stift kaputt mache, weil es nicht passt, ja, dann hoffe ich, dass der zirkulant ist. Werden wir mal sehen. Finde ich jetzt nicht ganz so schön, dass der hier nicht so gut drauf passt. Hätte ich eigentlich erwartet. Ist aber ein sehr, sehr schöner Stift. Schön fest, auch ein bisschen schwerer, aber nicht ganz so schwer wie die ganz breiten. Und das finde ich manchmal ganz gut. Manchmal habe ich ein bisschen Probleme mit den Händen. Dann brauche ich etwas Leichteres, was nicht ganz so, wie soll ich sagen, schwer ist wie die ganz breiten Stifte. Und hier hat mir die Farbe einfach so zugesagt. Ich meine, das kommt so schön, schaut es euch an. Und ich finde, für den Winter passt es ganz gut in diesen Icy Blue. Und ja, deswegen hat er mir sehr gefallen. Dein Premium handgedrehter Diamond Painting Stift. Okay. Gibt dir die Flexibilität zum Wechseln von Singeln und zu Multisätzen. Ja, Multisätze ist jetzt hier keiner mit dabei. Hier war jetzt wirklich auch nur der Single Bläser drin. Kann ich euch nochmal zeigen, wenn wir jetzt hier aufmachen. Da ist nichts weiter drin. Ja, ist aber auch nicht schlimm. Steht ja auch hier, es ist wirklich nur der Stainless Steel Single Blazer Tipp mit dabei. Ja, außer hier unten gibt es noch ein kleines Fach, wo eigentlich die Spitze drin stecken sollte. Aber ich glaube, da wird nichts drin sein, weil auf der Verpackung ist ja auch nichts weiter vermerkt. Und auf der Seite stand auch nichts, dass da noch irgendwie jetzt dann Plastik-Mehrfachsätze mit dabei sind. Deswegen war mir das eigentlich schon klar, genau, dass hier dann nichts weiter mit dabei ist. Jo. Hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, aber es ist noch nichts verloren. Wir probieren, was wir dann da hinbekommen. Am Ende des Videos gebe ich euch auf jeden Fall Bescheid, wie es mit dem Stift weitergeht. Ja. So, dann kann das hier auch mal weg. Und ich würde sagen, wir gucken uns die Irish Christmas Fee an. Okay, da brauchen wir wieder unser Skalpell, denn wir haben wieder unseren typischen DAC-Karton mit diesen wunderschönen Holo-Effekten. Sieht man gerade nicht ganz so sehr. Hier sieht man es ein bisschen, weil bei mir hier schon ganz schön die Sonne scheint. Und durch die Folie geht das, glaube ich, auch ein bisschen verloren. Die Folie machen wir jetzt mal auf. So. So. Ich mache immer bloß oben ein bisschen was auf und lasse dann eigentlich den Rest der Folie an dem Karton dran. Außer ich painte das Bild gleich dann nicht, dann mache ich es ab. Aber wenn ich es dann wieder wegpacke, ja, dann lasse ich es meistens so. Wir holen mal alles raus. Wir haben hier unser Toolkit, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wir haben hier unseren kleinen Sticker. Da seht ihr nochmal das Bild. Und ich finde es so wunderhübsch. Und hier haben wir unsere Leinwand mit den Steinchen. Die Sachen legen wir mal zur Seite. Und auch hier die Leinwand machen wir mal auf. Die ist ja dann nochmal hier so schön in einer Tüte. Klar, um den Pappkarton nochmal Folie und innen drin nochmal Folie. Ja, es ist viel Müll, aber ich finde bei so hochwertigen, doch etwas kostspieligeren Diamond Painting Bildern ist das ganz gut, weil ich finde, die Leinwände müssen wirklich so gut wie möglich geschützt sein, gerade bei so längeren oder ja, was heißt länger, weiteren, ihr wisst schon,
Lieferstrecken, wie jetzt hier in dem Fall. Wir haben hier unsere Steinchen und ihr seht, die Farben sind toll und deswegen hat mich dieses Bild so sehr angesprochen. Und ich sehe hier schon Strass-AB-Steinchen, ich sehe hier wunderschöne blaue AB-Steinchen, ich sehe hier rote AB-Steinchen und ich glaube, hier könnten auch noch mal welche sein. Wie viele AB-Steinchen haben wir? Ne, wir haben drei Farben. Einmal rot, einmal dieses grün-gelb und einmal blau. Finde ich sehr, sehr schön. Insgesamt gibt es 31 Farben. Das kann ich euch auch hier auf der Legende zeigen. Da 31 Farben. Da haben wir nochmal unser Bild. Und das hier ist ja auch ein kompletter Sticker. Das könnt ihr euch sozusagen in euer Logbuch kleben. Da haben wir nochmal den Titel Irish Christmas Fee bei Hannah Lynn, also mit dem Künstler mit drauf. Kann man hier sein Start- und Enddatum draufschreiben. Das klebe ich nicht mit ab. Ich klebe immer bloß mein Bildchen. Unten steht hier aber nochmal, ob wir rund- oder eckige Steinchen haben. In dem Fall runde Steinchen. Nochmal die Größe und auch eine Itemnummer, die wir sowohl auf den Steinchen finden. Da ist sie auch. Als auch auf der Leinwand. Da. Und das finde ich immer sehr gut, wenn alles so gut beschildert ist mit einer extra Itemnummer. Ja. Unsere Legende ist wieder aus Stickern gemacht. Da freut man sich, ein Kitting abzumachen, weil so kann man super schön ein Kitting abmachen, wenn man mich fragt. Und wir haben auch hier Thank You, Blabla Blub und eine kleine Anleitung, wie es geht. Ja, brauchen wir nicht. Ja, hier Tipps and Tricks. Finde ich ganz gut, wer das noch nicht gemacht hat, aber wir brauchen das nicht. Wir wissen, wie Diamond Painting geht. Ich nehme euch immer wieder regelmäßig mit. Und ja, nichtsdestotrotz hatte ich mal überlegt, ob ich nicht mal ein generelles How-Do-Do Diamond Painting Video mache. Denn ich erzähle manchmal Leuten so ein bisschen von Diamond Painting und die wollen das dann gerne ausprobieren und sagen so, boah, wenn du Videos machst, hast du auch ein direktes Anleitungsvideo. Und dann sage ich immer nö. Ich sage, nö, es gibt viele, viele schöne Videos von anderen, aber ich selber habe keins. Und ja, meine Freunde sagen dann so, ja, mach du doch auch eins. Habe ich bisher nicht für nötig befunden, aber vielleicht machen wir das irgendwann mal. Einfach so aus Just for Fun als Videoidee. Für euch alle wahrscheinlich dann relativ unwichtig. die mir jetzt schon länger folgen und mit länger dabei sind und auch selber painten, aber naja. Ich überlege mir es mal, steht jetzt nicht im Vordergrund, weil wie gesagt, ich finde, es gibt sehr, sehr viele schöne Videos darüber, sodass ich bisher das eigentlich nicht für nötig gehalten habe, dass ich auch so ein Video drehen müsste. Ja, wir gucken unser Toolkit noch mit an. Die Steinchen gucken wir uns dann auch mit an. Ja, viele reißen ja hier oben das so weg, braucht man im Grunde nicht, denn das kann man auch hier so öffnen. Ich weiß, als ich das erste Mal mit dabei hatte, oh, ich hatte eine wunderschöne Stiftfarbe, habe ich das auch weggerissen. Ich hält. Und oh, schaut mal, wir haben so eine schöne hellblaue Stiftfarbe. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so Schönes haben. Viele, viele wunderschöne Sachen. Ihr wisst, DAC macht immer ein sehr ausführliches Toolkit. Und unser Stift hat hier so eine schöne hellblau, so Eisblaufarbe. Bisschen halbtransparent mit Glitzer. Finde ich richtig schön, die Stifte von DAC. Die Standardstifte, die haue ich übrigens nicht weg. Die gebe ich auch nicht weg, weil die finde ich einfach so schön. ja, die sammle ich einfach aus Sammelleidenschaft. Ein schöner Stift mit passender Squishy-Farbe. Finde ich sehr schön, dass auch ein Squishy mit dabei ist. Und wie gesagt, die Stifte könnt ihr in ganz vielen Farben mit dabei haben. Das ist, glaube ich, immer relativ unterschiedlich. Mich freut es, dass es hier ein schönes Hellblau ist. Und passend zum Stift haben wir auch Mehrfachsätze mit dabei. Nämlich meinen Lieblingsmehrfachsätze hier, diesen Vierersätze, den schönen schmalen. Und einen Siebenersätze, auch in der schmalen Variante. Und dass es die schmalen sind, freut mich sehr. Ne? Ein Siebener und ein Vierer. Vor allen Dingen, das sind so Mehrfachsätze, ich glaube, mit denen man wirklich noch gut arbeiten kann. Ein Siebener habe ich noch nie probiert, ganz ehrlich. Ich bin gerade dabei, mal überhaupt mich vorsichtig dran zu wagen, häufiger meine Mehrfachsätze zu nutzen, aber einfach nur, damit ich, um zu wissen, ob ich damit klarkomme. Und das mache ich aktuell mit dem Vierer,
muss ich sagen, je nachdem, was für ein Bild und wie die Bildqualität ist, klappt das ganz gut. Ja, Seamer probiere ich vielleicht irgendwann. Ja, also Mehrfachsetzer ist jetzt nicht so unbedingt das, wo ich sage, das brauche ich, weil, wie soll ich sagen, mir geht es beim Painten nicht um Schnelligkeit. Ja, wer ist denn da? Wer ist denn hier? Hm? Ja, kätzischer Besuch, aber Timmy, du musst jetzt mal runter. Kleiner Stinker. Ja, kurzes Zwischenspiel, kurzer Katzenbesuch sozusagen. Und jetzt hat er gerade den Karton entdeckt. Ich muss jetzt mal gucken, ob es jetzt laut wird. Ihr wisst es ja, ne? Timmy, Timmy, Timmy. Immer gerne mit dabei. Ja, Mehrfachsätze hebe ich mir auf jeden Fall auf. Vor allen Dingen den Vierer. Aber ja, die Stifte finde ich ganz cool. Vor allen Dingen finde ich es schön, dass es nicht so die Standardstifte sind, diese rosanen, einfachen. Sondern, ja, dass es halt diese transparenten sind mit ein bisschen Glitzer und vor allen Dingen in verschiedenen Farben mit passenden Squishies dazu. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, dann haben wir ein Washi-Tape dabei. Und zwar mit so Zitrusfrüchten, so aufgeschnittene und auch mit ein paar Blättern. Finde ich sehr cool. Passt, glaube ich, schön vielleicht nächstes Jahr zum Frühling mit dazu. Finde ich immer gut, dass ein Washi-Tape mit dabei ist. Auch das immer in unterschiedlichen Farben und Motiven. Manchmal mit Glitzer, manchmal ohne Glitzer. Je nachdem. Dann haben wir einen halben Macaron dabei. Einen grünen Macaron als Coverminder. Mit einem schönen Magneten. Finde ich immer sehr süß. Ich freue mich immer auf die Coverminder. Dann haben wir natürlich hier Wachs dabei. Wieder auch richtig schön. Ihr habt es ja gerade gesehen, Timmy. Und Timmy liebt es, mir meine Wachsplättchen zu klauen. Und wenn die Wachsplättchen halt in einem Döschen sind, ist das meistens halb so schlimm, weil dann fliegt das Döschen runter und ja, bleibt meistens immer zu. Diese öffnen sich sehr leicht, ne? Also ich glaube, wenn er das runterwerfen würde, dann würde es wahrscheinlich aufgehen und er würde trotzdem mit dem Wachs spielen. Aber verrückterweise klaut er mir die Döschen nicht, aber die Wachsplättchen klaut er mir. Ich weiß es nicht, ne? Wobei Katzen halt auch gerne solche Döschen runterschmeißen. Aber das ist für ihn meistens uninteressant. Wie gesagt, Timmy ist komisch. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich einfach ein Döschen dabei habe. Wir haben auch ein schönes Schiffchen dabei. Dieses hier ist in Weiß. Früher waren die in so einem wunderschönen Transparent. Das habe ich geliebt. Die transparenten Schiffchen, die nehme ich ja sehr gerne für Paint With Me Sachen. Weil man da einfach, wenn ich das Schiffchen dann hier hinlege und das ist ein bisschen transparent und aus dem Hintergrund schaut dann das Bild noch ein bisschen hervor, finde ich das einfach schöner für Paint With Me's, als wenn dann hier so ein farbiges Schiffchen liegt. Aber auch nicht schlimm. Das Wichtigste ist, in diesen Schiffchen legen sich die Steine recht gut. Es ist schön groß. Es liegt gut in der Hand. Es hat einen schönen hohen Rand, aber auch nicht zu hoch, dass man dann irgendwie manchmal mit dem Stift dran hängen bleibt. Wir haben auch einen kleinen Stopper mit dabei. Und wie gesagt, ganz wichtig halt zum Ausgießen. Ja. Und die Schiffchen liegen immer sehr schön und die Steinchen liegen in dem Schiffchen auch sehr, sehr gut drin. Ja. Geht auf jeden Fall sehr gut. Und dann haben wir noch was mit dabei, nämlich ein Zipptütchen, in dem noch ganz viele weitere Zipptütchen drin sind. Auch das finde ich sehr, sehr gut. Denn das Einzige, was ich bei DAC ein bisschen bemängel, unsere Steinchen kommen in Einwegtütchen. Das ist noch so das Einzige, wo ich wirklich sage, da könnte DAC noch was verändern, indem die Steinchen vielleicht direkt in Zipptütchen kommen. Aber immerhin, es sind große Tütchen, in denen die Steinchen kommen und wir haben Zipptütchen dabei. Das heißt, wenn jemand noch kein Sortiersystem hat, hat man ein paar Zipptütchen mit dabei. Hat man Bilder mit ganz vielen Farben, weiß ich nicht, ob die Zipptütchen reichen. Ich hatte schon mal ein Bild, da hatte ich ein paar Zipptütchen zu wenig drin. Ich generell hebe die immer auf und habe dadurch halt immer genügend Zipptütchen. Ja, das sollte man halt vielleicht noch bedenken, dass die Zipptütchen zwar viele sind, aber eventuell bei Bildern mit vielen Farben vielleicht nicht reichen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Steinchen an. Ist das ein älteres Bild? Ich weiß es gar nicht.
bin ich jetzt echt überfragt. Auf jeden Fall hat es keine Fairy Dust ständig, deswegen ist es, glaube ich, ein älteres Motiv. So, wir schauen mal rein. So. Und hier haben wir die 498. Die 498 kommt in den Haaren ganz viel vor. Ja, das ist hier so in den Haaren mit drin. Diese kleine eckige Klammer sozusagen. Dann haben wir 310. Da haben wir ganz viel Umrandungen. Die sind in der 310. Da haben wir ganze drei große Tütchen. Dann haben wir hier so ein Off-White. Das ist die 3865. Das ist auch so eine ganz bekannte Farbe. Das ist diese Klammer nach oben. Das Weiß sozusagen. Und dann natürlich ein schönes Rot. Also ein Blau, was schon fast ein bisschen ins Lila geht. Ein schönes tiefes Grün. Und hier haben wir die roten AB-Steinchen. Und schaut mal, wie viele das sind. Boah, da freue ich mich drauf. Daneben gleich die blauen AB-Steinchen. Wow, was hat denn das Blau? Das ist die 3. Ja, die 3 ist ganz viel mit im Hintergrund mit dabei. Boah, da freue ich mich. Und die 114, das ist die 1. Ja, die ist hier im Schal und in den Socken von den Mädeln mit drin. Und auch ein bisschen in den Haaren. Und ein kleines bisschen in den Lippen. Freut mich. Finde ich sehr, sehr schön. Ein dunkles Grün, ein helles Grün und natürlich ein bisschen Farbe fürs Gesicht. Ja, aber ihr seht, die Farben, die sind richtig, richtig toll. Und das hat mich bei diesem Bild so geflasht, wo ich gesagt habe, ja, dieses Bild könnte ich mir vorstellen, in meiner Sammlung zu haben und eventuell auch zu painten. Dann haben wir hier unsere dritte AB-Farbe. Das ist dieses wunderschöne Grün-Gelb. Das kommt in den Flügelchen mit hier vor. Hier so. Dann haben wir hier ein Lila, ein schönes helles Blau. Nochmal dieses helle Blau, nur ein bisschen dunkler. Und natürlich für die Flügelchen nochmal viele verschiedene Grüntöne. Ein zartes Rosa, ein zartes Lila. Auch nochmal so ein Fliederlila. Dann nochmal so eine schöne Peachfarbe. Ein etwas kräftigeres Blau. Ein kräftigeres Peach und ganz zarte Blautöne nochmal mit dazu. Ein bisschen Rot-Orange-Töne. Dann so ein Petrol. Ein zartes Blau. Ein kleines bisschen Orange-Braun. Und so eine richtige schöne Bärenfarbe. Ja, also mir gefällt es richtig, richtig gut. Hier haben wir nochmal drei Steinchenfarben. Einmal die 704, die 699 und die 817. Ja, man sieht auch, ja, das ist ein älteres Bild, weil ich glaube, bei den neueren Bildern sind die Banderolen, ist das hier nicht so ein Strich, sondern da ist das so ein bisschen gewölbt. Ja, nichtsdestotrotz gefällt es richtig, richtig gut. Wir haben ein neues Toolkit mit dabei und ja, Leute, ich bin happy. Mir gefällt es absolut bombensicher. Mega, mega gut. Und ja, wir räumen jetzt hier alles mal ein bisschen zusammen. Ich weiß, ich habe wieder geknistert und geredet. Hatte ich vor kurzem auch wieder einen Kommentar mit unter den Videos. Mir ist das bewusst, ihr Lieben, aber ich vergesse es manchmal. Ich vergesse es, ich versuche dran zu denken, aber manchmal quassel ich, während ich rumknistere, was es leider nicht anders, was manchmal leider nicht anders geht. Ja, aber ich sollte während des Rumknisterns mindestens nicht quasseln. Ich versuche mein Bestes, ihr Lieben. Ich versuche wirklich mein Bestes. Kommt mal mit rein. So. Ja, da ich dieses Bild auf jeden Fall painten möchte, weil es jetzt nicht so groß ist und sich auch super legen lässt, werde ich jetzt das Toolkit auch nicht wieder zurück stopfen, sondern nur die Steinchen, die wir hier haben. Die kommen dann wieder hier rein und ja, gucken wir mal. Timmy hat sich es auch schon wieder bequem gemacht, hinter mir.
Und ja, was ich auch sehr gut kann, ich stelle mich total blöd an manchmal, wenn ich diese Steinchen zurück in das Tütchen tue. Ich weiß, ich könnte jetzt eigentlich eine Schnittpause machen, aber ganz ehrlich, ich bin zu faul dafür. Deswegen kniste ich jetzt euch einfach ein kleines bisschen voll. Ja, das haben wir jetzt. Was wir jetzt noch machen, ist, dass ich das Bild mal kurz so umdrehe. Und hier oben, ja, das rollt sich noch ein bisschen. Das legt sich aber ganz schnell flach, weil diese Leinwände sind einfach so super. Das sind halt diese selbstklebenden Leinwände. Ja, die Sachen legen wir auch mal zur Seite. Und ich nehme euch mal runter vom Stativ und zeige euch das Bild mal im Ganzen. Und da ist die Hübsche. Gefällt mir richtig, richtig gut. Mir gefällt ihr Gesicht total. Ich finde ihre Haare toll. Ich finde die grünen Flügel toll. Sie hat auch grüne Augen, passend dazu mit den roten Haaren. Und ja, ihr Kleidchen da in grün und alles. Mir gefällt es bombastisch. Richtig, richtig gut. Ich zeige euch auch den Druck. Richtig schöne Qualität, wie wir es kennen von DAC. Hier unten im Eck links haben wir nochmal den Bildtitel, unsere Bild-ID, das Copyright, dass es ein lizenziertes Künstlerbild ist mit Künstlerin und lizenziert für Diamond Art Club. Wir haben hier nochmal ein kleines Vorschaubild. Und ja, alles Wichtige steht mit da. Dann unten rechts in der Ecke haben wir unsere lebenslange Garantie auf die Leinwand. Und von rechts unten haben wir die wunderschöne Legende. Richtig gut gedruckt, dass man alles gut erkennt. Die AB-Steinchen sind in 1, 2 und 3 aufgedrieselt. Und wir erkennen dran, dass es AB-Steinchen sind. Dass alles, was ohne 150 ist, das sind AB-Farben. oben in der Mitte haben wir nochmal den Slogan Do What Makes a Sparkle und Diamond Art Club. Und auch links, von links oben, nochmal eine wunderschöne Legende. Ja, also ich liebe es. Ein richtig, richtig schönes Bild. Und nicht zu riesig, so dass wir ja, das auf jeden Fall ganz locker mit ein paar anderen Bildern in der Weihnachtszeit schaffen. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist unser Klebecheck. Sehr gut, bin ich sehr zufrieden. Und ja, diese kleine irische Christmas-Fee tun wir jetzt wieder einrollen mit unseren ganzen Sachen, die wir hier haben. Und holen wir dann hoffentlich Ende November so ein bisschen, wenn man schon mal anfangen kann, so die Vorweihnachtszeit einzuläuten, wieder hervor. So, das lege ich jetzt weg. Und ihr Lieben, wir kommen zum nächsten Bild. Und zwar zu Forest Prince. Das ist so ein Bild, was ich mir für den Winter richtig gut vorstellen konnte. Auch das hat runde Steinchen. Ist von Dona Gelsinger und es hat eine Größe von 55,8 x 73,7 cm. Mein Gott, heute verdrehe ich echt alles, oder? In Zoll sind es 22 x 29 Zoll. Auch hier haben wir eine Bild-Item-Nummer gleich noch mit draufstehen und natürlich runde Steinchen. Wir haben hier auch wieder diesen tollen Holo-Effekt. Ich mag das. Das habe ich schon in den 90ern gemocht. Ich weiß nicht. Yay. Ja, auch das kommt in unseren bekannten DAC-Karton. Und ja, schnacken wir nicht lang. Machen wir mal direkt auf.
denke, das Bild werde ich nicht zu Weihnachten painten, sondern eher so in der Zeit danach, so im Januar, Februar, so als Winterbild. Da geht Jan Schneemann immer noch. Und ja, deswegen dachte ich, das passt ganz gut. Ich muss zugeben, ich habe noch ein weihnachtliches Bild bestellt und das ist aktuell noch auf dem Weg hierher. Das war auch ein Restock. Das sind einfach die Christmas-Gnome und ja, das werdet ihr auch noch demnächst und bald von mir sehen. Toolkit, unser kleiner Sticker, hier ein bisschen zerknittert, aber das ist nicht so weiter schlimm. Da habt ihr das Bild nochmal. Der Schneemann mit seinem dicken Schal, Zylinder im Winterwald. Mit dem kleinen Reh, mit Hasis, mit Füchsen und einem kleinen Bärchen und ein Vögelchen, was sich aus seinem Zylinder niedergelassen hat. Auch hier unsere Leinwand. Und auch diese ist nochmal verpackt. Wir holen gleich das Bild raus. Und für den Anfang hin. Ja, jetzt habe ich es aufgerissen anstatt. So. Die Leinwand ist natürlich viel, viel größer. Wirklich ist so auf dem Tisch. Na, gerade so. Ja. Unsere Tierchen sind auf jeden Fall ein bisschen pixelig. Das kann ich euch schon mal sagen. Das stört mich aber gar nicht. Und ja. Auch hier gucken wir uns alles ganz in Ruhe mal an. Timmy, ich würde mich jetzt aber gerne auf meinen Stuhl setzen wollen. Mau, mau. Er wollte nicht, ne? Er wollte mir meinen Platz nicht hergeben. Katze, wir haben hier 53 Quadratmeter. Ein riesengroßes Bett, ein riesengroßes Sofa. Du hast einen Kratzbaum. Viele Sachen, wo du dich hinlegen kannst. Ja, und was macht die Katze? Genau. Typisch Katze, er muss immer sich da hinsetzen, wo ich eigentlich gerade bin. Ob das jetzt mein Kopfkissen ist in der Nacht, wo mein Kopf drauf liegen möchte. Nee, versucht die Katze natürlich zu klauen. Ist das der Stuhl, auf dem ich gerade sitze? Ist es das Sofa, auf was ich mich gerade legen möchte? Er legt sich immer dahin, wo ich hin möchte. Ja, also. Auch hier haben wir wieder unsere Legende, den schönen Stickerbogen mit dem Bild. Da seht ihr das Bild nochmal ein bisschen genauer. Ich fand das aber einfach so süß, dass ich dachte, ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Runde Steinchen. Hier nochmal Forest Friends bei Donna Geisinger. Gelsinger. Eieiei. Und hier haben wir nochmal unsere Farben. Wir haben hier 4 AB-Farben. Das sehen wir hier, die 106, 114, 131 und 137. Das sind keine offiziellen DMC-Nummern, deswegen sind das AB-Farben. Die AB-Farben sind auch meistens von 1 bis 4 oder in Zahlen dargestellt. Gleich hier die 5 ist die 159, aber 159 kann ich euch sagen, das wird keine AB-Farbe sein. Das ist schon eine normale DMC-Nummer, eine bekannte DMC-Nummer nämlich. Insgesamt haben wir 57 Farben. Ich finde, das ist schön viel. Und ja, ich bin gespannt. Wir gucken uns die Steinchen natürlich auch wieder an. Wie gesagt, auch hier der kleine Sticker mit dazu. Und auch hier die kleine Anweisung mit dem kleinen Dankeschön-Schreiben und unser Toolkit. Und jetzt hier bin ich auch mal gespannt, was haben wir für eine Stiftfarbe, was haben wir für ein Washi-Tape und was haben wir für ein Covermine drin. Das ist immer so ein bisschen das Schöne an dem Auspacken vom Toolkit von DAC. So. Und wir haben einen pinken Stift. Auch wieder mit Glitzer, so ein bisschen transparent, farben, mit dem passenden Squishy dazu. Ja, da haben wir es. Wir haben auch die Mehrfachsetzer dabei, den 7er und den juhe, schönen, schmalen 4er, den ich ja so liebe. Tolle Sache. Dann haben wir ein buntes Washi-Tape. Auch sehr schön. Ich glaube, da sind wirklich mindestens 3, 4 oder 5 Meter gar drauf. Das sieht
eigentlich echt gut aus, finde ich. Und als Covermine haben wir diese wunderschöne Rose. Die habe ich übrigens schon mal. Also falls ihr eine andere Farbe von so einer Rose habt, die ich vielleicht noch nicht habe, und ihr wollt die Farbe haben, meldet euch, dann können wir vielleicht tauschen, falls der ein oder andere Lust hat. Doppelte Covermine, da tausche ich sehr gern. Oder? Schaut mal, die habe ich sogar direkt hier. Ja. Aber die sind halt so schön, ne? Das ist... Ich mag die Rosen sehr und die gibt es wirklich in verschiedenen Farben, wie ich jetzt mitbekommen habe. So, also das hat man. Wir haben auch hier wieder unser Wachsdöschen mit den zwei Wachsblättchen drin. Auch wieder dieses schöne, stabile Schiffchen mit dem Stopper. Und auch hier wieder ein Tütchen mit ganz viel anderen Zipptütchen drin. Machen wir jetzt mal nicht ganz so lang. Ihr habt ja das andere Toolkit, da haben wir ein bisschen länger drüber gequasselt. Wird mal wieder alles schön zusammengeräumt. So, Dille. Ja, und wir gucken uns die Steinchen an, weil gerade unsere AB-Steinchen sind natürlich immer am interessantesten. Fairy Dust Steinchen oder irgendwelche Leuchtsteinchen sind nicht mit dabei. Ja. Auch hier haben wir wieder auf den Steinchen nochmal den Bildtitel und unsere Itemnummer drauf. Und wir machen wieder Lärm. Wir haben hier ein einzelnes Tütchen, so wunderschön Pinkfarbe. Schaut mal, das erinnert mich ein bisschen an Pfingstrosen. Schön, die 917. Dann haben wir hier ganz schön viel Grau, die 415. Zwei purpelvoll gefüllte Tütchen. Dann natürlich so ein Hellblau, was ein bisschen ins Gräuliche geht. Die 775, auch ganz schön viel. 5200, auch zwei purpelvoll gefüllte Tütchen. 414, ein etwas dunkleres Grau, auch zwei Tütchen. Dann nochmal ein helleres Grau, auch zwei Tütchen. Die 762, ein dunkles Grau, ein helleres Grau. Dann hier so ein schönes, zartes Peach. 310, haben wir nur ein Tütchen dabei. Nochmal so ein etwas graustichiges, helles Blau. Natürlich viel Braun. Dann unsere Kirchen dabei. So ein schönes Weinrot. Ein schönes Orange. Bestimmt ja, in der Nase von unserem Schneemann. Und die 666. Das ist so ein krass schönes Rot, oder? Ich meine, was meint ihr? Die Steinchen von DAC übrigens in Rund auch alle komplett aus Harz, was mich immer sehr, sehr freut. Jetzt kommen die Stränge mit dann etwas weniger, also mit den Farben, wo ein bisschen weniger Steinchen dabei sind. Das ist hier die 159, die 413, 300, nochmal so ein schönes Blau. Ich zeige auch viele schöne erdige Töne für unsere Tiere mit. Und viel Blaugrau im Hintergrund für unsere Winterlandschaft. 321, auch so ein richtig schönes Rot. Und hier haben wir die erste AB-Farbe. Die 114 hatten wir bei dem anderen Bild auch, genau die Farbe. Sehr schön. Noch ein bisschen Blau und hier die 106, so ein zarter Champagnerton, würde ich mal sagen, auch in AB. Ein Hammer. Und wir müssten noch mal eigentlich zwei AB-Farben haben. Wir gucken mal. Ein schönes Dunkelrot, Dunkelblau, Grau. Und hier ist die nächste AB-Farbe.
die 131. Diese wunderschöne Orange. Dann ein bisschen Braun, die Rosatöne. Und ein bisschen Blau. Schaut mal, das ist so ein richtiges schönes Rosa. Ein Lila. Und da kommt auch schon die 137. Die hatten wir ja auch bei dem anderen Bild gehabt. Mein Gott, ist das eine schöne Farbe. Das ist absolut Jule. Und nochmal so ein bisschen ein Taub und ein Braun. Mega schön. Ihr wollt natürlich jetzt auch unbedingt das Bild sehen. Gucken wir uns an. Machen jetzt hier ein bisschen Platz. Die Steinchen räume ich dann diesmal wirklich ohne euch zusammen. Hier haben wir einfach ein bisschen mehr Farben, das würde zu lang dauern. Aber hier unsere Leinwand, die wollen wir uns angucken. So. Ja, da haben wir die Hasis und unser Reh. Der Bär, auch nochmal mit einem Hasi. Die zwei Fuchsis. Und da kommt unser Schneemann. Und ich finde, guckt so süß mit dem Vögelchen auf dem Zylinder. Ja, ich finde, das kommt richtig, richtig gut raus. Ich mag auch den Hintergrund. Ne? Das ist, wir haben Farbwechsel. Wir haben auf jeden Fall Farbwechsel. Jetzt nicht so extremes Konfetti. Vielleicht hier ein bisschen bei den Tieren. Aber sonst im Hintergrund Farbwechsel, aber nicht so krasses Konfetti. Ich glaube, das wird ein schönes, abwechslungsreiches Bild. Da haben wir nochmal die linke Seite. Ja, und ich zeige euch natürlich auch nochmal den Druck. Also, ich bin happy und ich bin zufrieden. Ja, das war jetzt sozusagen meine Bestellung. Ich mache mich jetzt nochmal über den Stift her und guck mal, ob ich das hier irgendwie reinbekomme. Auf die Seite, wo es halt nicht ganz so wackelig ist. Wie gesagt, hier kann ich es komplett reintun, da wackelt es aber. Und hier kriege ich es nicht ganz rein. Da sitzt es fast zu spack. Ja. Ich probiere mich ein bisschen aus und dann melde ich mich gleich nochmal. Die Bilderchen habe ich jetzt wieder alle fein zusammengelegt, dass sie erstmal in ihrem Karton sind. Und hier haben wir jetzt den Stift. Ihr seht, ich habe den jetzt an die Stelle getan, wo es ein bisschen schwieriger reinging. Da musste ich halt ein bisschen klopfen. Es ist zum Glück nichts kaputt gegangen. Allerdings, ob ich jetzt diese Mine nochmal hier rausbekomme, keine Ahnung. Aber das ist wirklich eine hochwertige Spitze, die, glaube ich, ja, einfach funktionieren wird. Denke ich mal, deswegen alles kein Problem. Die wird nicht kaputt gehen oder sich abnutzen wie andere. Hatte ich bisher mindestens noch nicht. Das ist jetzt meine dritte. Und ja, deswegen bin ich guter Hoffnung. Auf die Rückseite habe ich mir einen Vierer drauf gemacht von einem der Toolkits, die dabei waren. Und ja, auf diesen hübschen freue ich mich jetzt. Und ich bin froh, dass ich den mit in meiner Sammlung habe. Habe ich diesen Stift jetzt gebraucht unbedingt? Nein. Das war jetzt einfach wirklich pure Sammelleidenschaft und den habe ich mir einfach mal, ja, gegönnt. Hätte nicht sein müssen. Ich glaube, der hat mit der Spitze so um die 22 Euro irgendwas gekostet. Ist also auch nicht wirklich günstig, aber ja, ich konnte nicht anders. Ich musste zuschlagen. Und ich glaube, den werde ich im Winter auch sehr gerne nutzen, weil der einfach super passt, finde ich. Und ich werde die Mine mit Tappi-Kleber, Tappi-Duftkleber von unserer Heidi nutzen. Ja, ich bin gespannt und den Stift werdet ihr auf jeden Fall demnächst bei einem Paint with Me von mir garantiert wiedersehen. Ich mag so Stifte einfach. Erinnert mich auch ein bisschen, ich habe ja einen komplett weißen so in der Art schon. Und ja, den erinnert mich ein bisschen. Den nutze ich auch sehr, sehr gern. Und ja, so viel dazu. Das war es mit
dem DAC-Unboxing. Es ist noch ein bisschen was von DAC unterwegs. Ich konnte bei gewissen Sachen einfach nicht Nein sagen. Ich hatte wieder Punkte angesammelt, dadurch konnte ich mir ein bisschen was gönnen. Jetzt hoffe ich erstmal, dass nichts in den Restock kommt, was ich unbedingt brauche, wo ich weiß, dass es dann sehr schnell wieder weg sein wird. Oder irgendwelche Releases, die mir total gefallen, wo ich weiß, da werde ich schwach. Das wäre dann nicht so gut. Ja, ich möchte jetzt erstmal eigentlich ein bisschen sparen. Nichtsdestotrotz, ich habe noch einige DAC-Bilder, die schon länger hier bei mir sind, die ich euch aber noch nicht gezeigt habe. Das heißt, selbst falls ich jetzt mal ein paar Monate gar nicht bestellen würde bei DAC, werdet ihr DAC-Bilder immer wieder bei mir sehen, entweder indem wir sie painten, in Kitting abmachen oder ja, weil ich einfach noch ein Bild habe, wo ich noch ein Unboxing drehen kann. Ich habe einfach ein bisschen was auf Lager und ja. DAC, ja, das ist halt wirklich so eine richtige Schwachstelle. Liebe ich einfach mit einer meiner allerliebsten Anbieter. Und ja, ihr wisst ja mittlerweile, für welche Anbieter ich schwärme. Das sind halt auch die Anbieter, die man dann am meisten bei mir einfach sieht. Es ist einfach so, wir werden auch immer mal wieder vielleicht noch was Neues probieren. Aber ja, ich zeige halt auch viele Anbieter immer wieder von halt klar mit anderen Bildern. Und ich hoffe, das wird euch nicht zu langweilig, aber das ist halt einfach, weil ich für gewisse Anbieter einfach wirklich Feuer und Flamme bin und dann halt auch wirklich aus voller Überzeugung die Bilder sehr gerne klebe und euch natürlich auch sehr gerne zeigen möchte. Ne? Aber vor allen Dingen halt zeige ich die Sachen, die halt mir auch wirklich gefallen. Das muss ich sagen. Also mindestens die Sachen, die ich mir selber kaufe, ja, davon könnte dann ausgehen, dass ich mir das dann in dem Moment so ausgesucht habe, weil ich es unbedingt haben wollte. Aber auch bei Kooperationen ist es so, wenn mir ein Kooperationspartner gefällt und mir die Qualität von dem Kooperationspartner gefällt, dann werden da auch weiterhin Kooperationen kommen. Es ist einfach so. Und ich habe mittlerweile so viele schöne Kooperationspartner, wo ich sehr, sehr glücklich und stolz bin, dass ich diese mit vorstellen und vertreten darf hier mit auf YouTube. Und ja, da muss ich wirklich sagen, es sind alles ganz, ganz tolle Firmen. Pichu, Karat Art, Oralua. Ja, na, das sind halt auch so die Sachen, die ihr am meisten dann mit großen Bildern hier bei mir seht. Ja. Nichtsdestotrotz, einen Shop habe ich noch im Auge, den ich irgendwann mal ausprobieren möchte. Das ist ein britischer Shop. Und ja. Aber wann ich da bestelle, das weiß ich noch nicht. Aktuell möchte ich nicht gucken, weil ich ein bisschen sparen möchte. Aber irgendwann werde ich dann mal stöbern. Und wenn es dann bei diesem Shop was gibt, was mir gefällt, ja, dann werde ich den dann auch mal ausprobieren. Okay, ihr Lieben, jetzt höre ich aber auf zu quasseln. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin froh, dass ihr wieder mit dabei wart. Ganz liebe Grüße an euch vom ganzen Herzen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich ciao, ciao und bis bald.